Hat die sich gerade Schleim in den Mund gesteckt und geguckt, ob das schmeckt? Junge, nimm die... Wirft... Mit Schale richtig gut. Leute, jeder weiß es. Ich liebe Slime. Und jeder von mir, glaube ich, kennt auch die Versuche, dich nicht befriedigt zu fühlen Challenge, die schon irgendwie, keine Ahnung, Millionen von Klicks hat. Und ja, da gucke ich mir Schleim-Videos, Schleim-Sachen an. Und ich bin darauf relativ empfindlich, weil ich sowas irgendwie extrem... Naja, grabbelig, befriedigend, finde so. Einfach so, keine Ahnung, irgendwie so schön, das durchzukneten. Aber daraufhin wurden mir 10.000 Mal in die Kommentare geschrieben, ey, Elmago, mach doch auch mal Schleim, ja? Das müssen wir unbedingt sehen, wie du selber Schleim machst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gucke ich mir mal Videos an, wie Schleim gemacht wird. Und dann habe ich beschlossen, doch keinen eigenen Schleim zu machen, weil es bei mir 100% schief geht. Kennt ihr das, Leute? Wenn ihr irgendwas vorhabt und es und ihr wisst, ey, da kann was schief gehen und bei euch wird es zu 100% schief gehen. Und ich habe es noch nicht ausprobiert und ich weiß, dass es zu 100% schief gehen wird, Leute, wenn ich selber Schleim mache. Deswegen gucken wir uns heute ultimative Schleim-Fails an, Leute. Viele von euch haben mir auch richtig geile Schleim-Videos bei Instagram geschickt, Leute. Die sehe ich auch immer alle, Leute. Folgt mir gerne auf Instagram und schickt mir dort Nachrichten. Ich lese wirklich nahezu alle Nachrichten, ja? Schickt mir eure Videos. Ich suche mir da geile zusammen und so. Vielleicht kommen die ins Video oder ich lache auch so darüber. Keine Ahnung. Aber lasst gerne Follow da auf Instagram und seid da aktiv mit mir. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Leute. Wir steigen rein. So, Leute. Wir sehen einen alten iPod Touch und Schleim und er wirft den iPod Touch da rein und zieht ihn wieder raus. Der überall reingelaufen. Übrigens, wenn du noch nicht in der Ma-Gang bist, ja, wir, ich und unsere Community, wir sind die Ma-Gang. Und wenn du noch nicht in der Ma-Gang bist, dann lass jetzt unbedingt sofort ein Abo da. Und guck mal hier, der ist zum Beispiel so hart, der Schleim, da kann man locker... Boah, ist das schön. Oh, ich liebe Schleim so, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das wird wieder eine Versuche, dich nicht befriedigt zu fühlen, Challenge. Da kann man auch locker dann das Handy reinlegen, weil das so dickflüssig und hart ist, dass da eh nichts passiert. Aber wenn du es ins Wasser wirst, dann läuft es da halt rein. Oder in ganz, ganz flüssigen Schleim. Der Sound. Oh, der Sound, Leute. So, was ist deine Mission? Was ist seine Mission? Wir haben hier Kollege Schnürschuh. Kollege Schnürschuh hält die Hände hoch. Ich bin gespannt, was er vorhat. Okay, er wirft sich Schleim auf den Kopf. Und er kriegst es aus seinen Haaren raus? Genau, kriegst du nämlich nicht. Ganz, ganz schlau. Ganz schlau, Kollege. Also ganz ehrlich, mit Knete oder so kann man das ja locker machen. Mit Knete oder ganz dickflüssigem Schleim, da passiert... Jetzt wirft es wieder. Sag mal, ist der nicht mehr ganz dicht? Das kriegt er nicht mehr raus, auch beim Duschen nicht. Das kriegst du nicht raus, das ist so hartnäckig. Ja, moin. Er kriegt langsam Panik, glaube ich. Ja, was war jetzt auf jeden Fall seine Mission? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, ich liebe... mit Haaren. Bruder, nein. Schleim... Oh, das... Ey, das widert mich an. Haare in so einem Also ganz ehrlich. Junge, nimm die... Wirft... Mich widert das so an, Leute. Oh, Leute. Ich finde Schleim so toll, aber jetzt finde ich es nicht mehr toll. Das meine ich. So würde der Schleim bei mir aussehen. So richtig schmierig, ekelhaft. Es wird unter den Fingernägeln kleben und so. Und es wird giftig, eine Giftbrühe sein, weil ich weiß ja nicht, aus was man das mixt. Irgendwie mit... Ja, läuft bei euch. Läuft bei euch, läuft bei euch. Rückwärts. Läuft gar nicht. So, wir haben hier die nächsten Spitzenkandidaten. Ach geil, die haben... Und das ist auch noch so ein klebriger. Warum machen die das? Das ist nicht mal so ein richtig geiler, der so sofort von den Händen abgeht, sondern so richtig, der überall kleben bleibt. Sowas. Euch... Das Video könnte auch eine Versuche, dich nicht unbefriedigt zu fühlen, Challenge sein, Leute. Weil ich sowas... Oh, so ein Schleim... Bubble. Der eine Schleim ist geil, so ein Fluffy, wo du so reindrückst, das macht so einen geilen Sound und man kriegt die Hände sofort sauber wieder raus und so. Aber sowas ist einfach nur unbefriedigend.
Leute. Mir geht's nicht gut, wenn ich diese Videos sehe. Mir könnte es aber besser gehen, wenn du einen Daumen hoch jetzt da lass einen Daumen hoch da. Lass mal richtig eskalieren. Lass mal richtig eskalieren mit den Daumen hoch. Wie die Magang immer eskaliert. Das kann die Magang besonders gut. Wir haben hier Slime und dann haben wir hier diese kleinen, ganzen kleinen, Tierchen. Ja, moin, rein da. Das ist die erste Idee, die ich habe, wenn ich Slime mache, dass ich da erstmal genau solche Tiere... Du. Was soll das? Was hast du davon? Und wenn man das denn wieder auseinanderfriemelt, dann sind diese ganzen kleinen Tierchen voll mit Schleim. Aber irgendwie ist das eine coole Idee. Und das finde ich auch nicht so eklig. Also das mit den Haaren war das allerekligste. Geil. Jetzt hat man ein... Tier-Slime. Ein Schleichtierchen oder was sind das für Tiere? Keine Ahnung. Grüße gehen raus an die Magangster, Chaoskatze 4443, an Helene Heide Albers, an Mila und den ersten Kommentar hat Lauritz The Gaming Legend geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch Glücksfan willst, schreib einfach einen Kommentar in die Kommentare oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Okay, man konnte es nicht sehen. Was sind das für Videos jetzt? Ey, was machen die Leute mit ihrem Schleim? Ist ja ekelhaft, Leute. Nein. Ist auch irgendwie geil. Aber irgendwie auch ekelhaft. Keine Ahnung. Ach, der wird noch, glaube ich, gerade gemacht. Ist das ein echter Fuchs? Oder nee, ist ein Hund. Ein Hundi ist das, ne? Schön die Toilette runter. Was hat das mit... Das ist eine Black Mask oder wie die heißt. Was hat das mit Schleim zu tun? Oder ist es einfach Schleim, was sie sich ins Gesicht gehauen hat? Das Video ist alles andere als befriedigend. Ich sehe hier nur irgendeine Scheiße, Leute. Keine Ahnung. Oh, der ist aber... Ah, der ist sehr... Der ist zu hart schon. Und da ist er richtig flüssig. Ja, und so richtig ekelhaft ist der. Ja. Ah! Das ist, das ist nicht das, was ich unter Schleim verstehe. Der richtig geilen Schleim. Ja, moin. So sieht's aus. Nein. Stopp. Also an dieser Stelle einfach mal Stopp. Halt, Stopp. Leute, der muss ich überspringen. Also so ekligen Schleim anzugucken, das kann ich nicht ab, Leute. Ich habe ja auch mal ein Video Sprachenlernen Bubble. Das hier, Leute, ist Orangi. Und selbst Orangi findet diese Videos doof. Oder, Orangi? Wusste ich es doch. Orangen können gar nicht sprechen. Das wusste ich natürlich. Aber Bilder an der Wand und Play-Buttons können sprechen, oder? Ja. Hab ich doch gewusst, die können sprechen. Was schreiben immer die Leute, dass das irgendwelche Gegenstände sind? Das sind keine Gegenstände, das ist Playbutton und das ist Löwe. Und die können verdammt nochmal reden. Und die sind wirklich verletzt, wenn ihr das Gegenteil behauptet. So, wir gucken weiter. Warum... drückt sich dieses Kind Schleim. Warum packt die sich Schleim ins Gesicht? Okay, sie ist sehr jung und weiß es nicht besser. Ja, ist doof, ne? Ja, das ist doof. Das machen wir, genau. So, was ist... Das ist richtig schöner Schleim. So soll Schleim am besten sein. Das ist einfach nur eine Mega-Sauerei. Er hat es zumindest versucht. Und so würde es bei mir aussehen, Leute. Da brauchst du ja gar nicht weiter drüber reden. Ich kenne mich und so würde es bei mir aussehen. Also zu 100%. Orangi, was sagst du dazu? Orangi kann immer noch nicht reden. Habe ich mir doch gedacht. So, sie hat auch... Ja, sie... Sie sich gerade Schleim in den Mund gesteckt und geguckt, ob das schmeckt? Ich kann dir die Antwort geben. Es schmeckt furchtbar. Es schmeckt ekelerregend. Das kann ich dir schon so sagen, ja? Hör auf, Schleim zu essen! Ich esse doch nicht meinen Pokal. Oder doch? Doch, Orangi kann ich essen. Wie schmeckt denn Orangi? Mit Schale richtig gut. Okay, war vielleicht nicht die beste Idee.
Okay, Leute, dieses Mädchen hat mir den Rest gegeben. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich habe einfach keine Lust mehr. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr noch keinen Daumen hoch gegeben habt. Smash den Daumen hoch, Leute. Dafür, dass ich eine Orange mit Schale gegessen habe und es echt wirklich ekelhaft war, Leute. Dafür müsst ihr den Daumen hoch da lassen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Margang seid. Sofort. Margangster werden kannst du auch hier, indem du hier einfach auf Abonnieren klickst. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du tolle Schleimvideos. Denn hier kommt meine Versuche dich nicht befriedigt Challenge, Leute. Hier sehe ich richtig tolle Schleimvideos an. Schaut mal an, wie ich darauf reagiere, Leute. Ist super lustig geworden. Wir sehen uns in einem neuen Video. Schickt mir auf Instagram eure ganzen Clips. Und lasst auf jeden Fall ein Follow da. Und wir sehen uns in einem neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Elmago.